90% der Trader haben an diesem Spot bares Geld verbrannt. Ganz einfaches Ding. Die waren mit ihren Short-Positionen völlig falsch aufgestellt. Und wir vom Team Trading Welt wussten das. Wir haben ganz klare Kaufmarken angegeben und hatten dadurch einen Vorteil an den Märkten. Und warum der USD-Cut bis heute, 3 Wochen später, immer noch gestiegen ist, das verraten wir dir jetzt in diesem Video. Und damit einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris von Team Trading Welt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zum nächsten Video. Ja, und wir begeben uns heute gemeinsam auf eine kleine Zeitreise, denn wir haben am 9. August mit euch einen Spot geteilt auf unserem Facebook-Live-Blog, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und zwar haben wir da am 9. August über den USD-Cut gesprochen und einer möglichen Trendfolge. So. Und jetzt wird es richtig interessant, denn wir haben bis heute steigende Kurse im USD-Cut. Das heißt also, im Grunde genommen war das Ganze ein Monster-Trade. Wir haben den selber auch gehandelt, aber nur zu einem Teil. So lange haben wir ihn natürlich nicht gehalten. Aber das war ein richtig genialer Spot. Die Frage ist aber doch, warum haben an diesem Spot 90% der Trader ihr Geld verloren, anstatt wie wir letztendlich zu den Glücklichen zu gehören, die es einfach erkannt haben. Und ich glaube, da wird es in diesem Video doch nochmal ein bisschen Mehrwert hageln, denn wir wollen uns heute mit dem sogenannten VPOC auseinandersetzen. Das ist der Punkt des größten Handelsvolumens und den können wir uns darstellen lassen innerhalb einer bestimmten Range. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal angucken. Wir haben euch dann nämlich auf dem Laufenden gehalten, was wir hier letztendlich mit dem USD-Cut veranstaltet haben. Wir haben auch jede Menge TikTok-Clips dazu veröffentlicht, einfach weil es super schnell geht mit TikTok, das ein oder andere Mal ja, euch auf dem Laufenden zu halten. Und trotzdem schauen wir mal an das allererste Video, weil wir aus einer Long-Idee plötzlich einen vorübergehenden Short gemacht haben. Aber ganz wichtig, merkt euch mal bitte diese Linie, diese grüne Linie. So, die wird nämlich im Laufe dieses Videos von größter Bedeutung sein. Und wir sehen sie halt auch bereits hier, ne? Also nachdem wir dann halt das erste Update-Video auf unserem YouTube-Kanal hier veröffentlicht haben. Und wir sahen also Folgendes. Eigentlich wollten wir das Ganze ja long handeln. Das heißt, die Idee war es, über diesem Hochpunkt hier letztendlich uns einstoppen zu lassen und dann dem Trend weiter zu folgen. Wir hatten hier einen schönen ja, Wochentrend bereits zuvor gesehen. Und dann kam aber Folgendes. Wir sind in der Position, erstmal ist alles super, alles läuft nach Plan. Dann kommt der Kurs nochmal wieder zurück, ist okay. Aber dann möchte ich doch auch bitte nach dieser Bewegung, ja, es geht relativ impulsiv nach oben, dann kommt die Korrektur, alles ist noch gesund. Aber wenn die Korrektur hier abgeschlossen ist, dann muss er es auch schaffen, von hier neue Hochpunkte zu ziehen. Und das macht er nicht. Nein, im Gegenteil. Er läuft hier in ein richtig schönes Doppeltop und letztendlich laufen wir dann hier in diese Seitwärtsphase. Wir sehen keine neuen Hochpunkte mehr und dann wurde uns relativ schnell klar, okay, dieser impulsive Aufwärtsschub, der von hier unten begann, ne, bis hierhin hochgesetzt, der wird wahrscheinlich eine ABC-Korrektur hinlegen. Das ist nämlich genau das Bild, was ich hier vor Augen hatte. Und das können wir uns hier einmal ganz kurz angucken, wie so ein sogenanntes Zigzag aussieht aus der EJ-Wellen. Theorie, da haben wir halt diese A, B, C. So, und genau das hatte ich mir dann hier ja, für den USD-Cut quasi ausgemalt. Und deshalb habe ich hier den VPOC ermittelt und bereits eingezeichnet. Weil wenn wir so ein Zigzag sehen, dann ist es sehr, sehr häufig, dass wir nochmal zu dem größten Handelsvolumen hinlaufen. Ja, und wir gucken jetzt einfach einmal ganz kurz rein, was ich da gesagt hatte. So, was kann ich jetzt machen? Naja, ich kann jetzt entweder meine Gewinne direkt eintüten oder aber ich lasse ihn jetzt einfach erstmal laufen. Ja, das wird wahrscheinlich das sein, was ich mache, denn ein neues Kaufsignal würde erst generiert, wenn wir hier über das letzte Zwischenhoch laufen.
Warum? Weil wir es geschafft haben, von hier ein neues Tief zu machen. Das heißt, das hier ist ein signifikanter Orderblock. Und der ist ziemlich klein. Von daher wäre das dann auf jeden Fall eine Option, hier dann nochmal wieder die Trennfolge anzuwenden, wenn wir die ABC-Korrektur abgeschlossen haben. Ja, ich könnte mir also durchaus vorstellen, dass der Kurs vielleicht nochmal hier in diese Region... Genau, und da habe ich es quasi schon gesagt. Da war ich mir schon recht sicher, deshalb habe ich auch meine Short-Position nicht direkt glatt gestellt, dass wir hier tatsächlich bis zum VPOC einmal laufen. Und dann habe ich euch auch auf dem Laufenden gehalten. Wir gucken mal hier rein, was da passiert ist. Ja. Gleich Auskünfte. Und zwar seht ihr, dass hier an diesem sogenannten VPOC das Handelsvolumen am größten war. Und da sieht man es auch nochmal wunderschön. Ne? Also hier sieht man diese ABC-Korrektur auch nochmal wunderschön. Und der ist da exakt bis zu diesem VPOC rangelaufen. Und dann ist mir etwas aufgefallen, und zwar am Sentiment. Also die allgemeine psychologische Marktlage, die Marktstimmung. Und das Ganze kann man messen, unter anderem auf Webseiten wie myfxbook.com. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ja, wo sind denn der Großteil der Trader momentan positioniert? Und dann habe ich folgenden Clip für euch quasi auf TikTok veröffentlicht. Eine kleine Tragödie, ne? Wenn man hier zusieht, wie 90% der Trader im USD-Cut mit ihren Short-Positionen aktuell völlig daneben liegen. Das ist zumindest meine Meinung und... Ja, da hatte ich es halt nochmal gezeigt und da war deutlich sichtbar, es gab wesentlich mehr Short-Positionen an der Stelle. Und das am VPOC. Das genau am VPOC, als wir da quasi rangelaufen sind. Und ja, wenn doch so viele, sagen ja auch die Broker immer, 87% der Trader verlieren ihr Geld. Ja gut, dann kann man den auch mal als Kontraindikation nutzen. Vor allen Dingen, wenn man es mit einem Zigzag, also mit einer ganz klaren Korrektur, nach einem impulsiven Aufwärtsschub zu tun hat. Das sieht man hier auch nochmal in aller Deutlichkeit. So, zu dem Zeitpunkt also war das die Bewegung. Hier sieht man es auch nochmal, ne? Hier ging es kurz hoch, dann kam das Doppeltop und dann geht es erstmal nach unten. Wir shorten das Ganze, weil wir es erkennen, dass das Ganze halt in eine A, B, C-Korrektur geht. Das ist ein ganz, ganz klarer Zigzag. So, und jetzt müssen wir ja Indizien sammeln, die dafür sprechen, dass wir die Trendfolge, also den allgemeinen Aufwärtstrend, ja, wir kommen ja, man sieht es ja sofort, das ist ja ein ganz, ganz klarer Aufwärtstrend. Immer steigende Hochpunkte, steigende Tiefpunkte. Und dann war es für mich wichtig, diese Range einmal unter die Lupe zu nehmen. Denn letztendlich haben wir hier unten an diesem Spot einen Orderblock gehabt. So. Den kann ich vielleicht auch einmal ganz kurz einzeichnen, dann sieht man es ein bisschen deutlicher. So, hier war der Orderblock, der letztendlich dafür verantwortlich war, dass wir diese Bewegung gesehen haben. Das heißt also der massive Orderblock. So, und dann haben wir eine Range. Und jetzt können wir mit dem Fixed Range Volume Profile, ich lösche das hier einmal ganz kurz raus, damit das hier alles schön übersichtlich bleibt. Mit dem Fixed Range Volume Profile aus TradingView haben wir die Möglichkeit zu kontrollieren, wo das Handelsvolumen am größten war. Hier haben wir es. Fixed Range Volume Profile. So, und wie setze ich das richtig an? Naja, ich möchte ja diese Spanne abbilden. Das heißt also, ich gehe hier unten ran, an den letzten Tiefpunkt, ziehe es hoch bis zu dieser Range. Ganz einfaches Ding. Zack. Und schon habe ich das Volumen, wo sehr viele Positionen gehandelt wurden, aufgedeckt. Und zwar hier am sogenannten VPOC. Ich kann den jetzt hier auch einmal weiter durchziehen. So. Und dann ist das genau der Punkt, den wir halt bereits auch im TikTok-Video dann angekündigt haben. Und da ist tatsächlich der Kurs dann ja mit der Abschluss, eventuell Abschluss der Reihe C jetzt hingelaufen. Und das wiederum bedeutet, dass der Kurs hier eventuell wieder steigen könnte. Und genau. Und das ist genau das, was wir letztendlich gehandelt haben. Wir haben darauf gewartet, dass am VPOC wieder Stärke reinkommt und wir letztendlich hier abprallen. Und das kann man dann auch relativ einfach machen, indem wir hier einfach mal in den 15-Minuten-Timeframe runtergucken.
Und dann müssen wir gleich sehen, dass wir hier Stärke kriegen. So, und zwar an diesem VPOC. Und das lassen wir jetzt einfach mal einmal laufen. Achso, hier übrigens noch ein Hinweis. Genau. Wir wissen immer dann, dass das Fixed Rate Volume Profile richtig angelegt ist, wenn wir auf der gesamten Spanne des Volumenprofils letztendlich auch das Volumen erkennen. Ja? Das sieht man hier unten teilweise noch ganz sanft, auch hier oben. Aber dann wissen wir, es ist richtig angelegt. So, weil teilweise kam da die ein oder andere Nachfrage, ja, wie lege ich das denn jetzt richtig an? Nee, wir müssen einfach wirklich vom letzten Tiefpunkt der ganzen Aufwärtsbewegung das Ganze anlegen. Ne? Also von hier unten einmal hochgezogen bis zum letzten Hochpunkt. Ganz einfach. Dann haben wir diese ganze Range wunderbar mit einbezogen. So, und jetzt geht es halt nur noch darum, diese ABC-Korrektur mit Abschluss am VPOC erfolgreich zu handeln. Und dann brauchen wir hier Stärke. Guck mal, da kommt der Kurs nochmal wieder runter. Und dann fängt er schon an, massiv zu steigen. So, hier ist auch wieder ganz wichtig, wir können theoretisch jetzt schon eine Position eröffnen. Warum? Weil wir von hier aus startend neue Tiefpunkte gesehen haben. So, ne? Dieser kleine Punkt hier, dieser Penöpel. Von hier aus ging es runter und wir haben einen neuen Tiefpunkt gemacht. Mit einem Kerzenschluss. So, und der wird wieder zurückgekauft. Das ist eine klassische Umkehr der Nachfrage-Pattern. Und dann geht es auch von hier aus garantiert wieder weiter nach oben. So, das hier ist ein ganz, ganz klares Signal. Wir prallen vom VPOC ab, wir haben die ABC abgeschlossen und von hier aus über den neuen Hochpunkten kann es eigentlich nur noch in eine Richtung gehen. Es muss hier steigen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch Hilfe. Wir hatten Unterstützung und zwar vom Bull Power Template. Und das sehen wir hier nochmal. Das möchte ich euch gerne auch auf jeden Fall nochmal zeigen. Und zwar hier. Genauso sieht es aus, wenn das Bull Power Template grünes Licht gibt. Wahnsinn! Was eine Aufwärtsdynamik. Und der Bull Power Signalfallindikator, der zeigt auch mittlerweile voll in unsere Richtung. Wir sind zusammen mit dem Kupfer Trade bei fast 5000 Dollar. Da haben wir die 5000 Dollar. Ja, und das ist halt das, was ich meinte. Wir haben das wirklich dann Schritt für Schritt für euch bei TikTok ganz transparent gezeigt, was wir da letztendlich gemacht haben. Und ihr seht es einfach an den Indikatoren vom Bull Power Template, wie die uns hier massivst in die Karten gespielt haben. Und das ist dann natürlich nochmal für uns eine zusätzliche Unterstützung. Warum sollen wir die denn nicht nutzen? Na, das ist halt immer das. Und dann war es eigentlich hier in dem Moment für uns klar. Wir werden weiter steigen. Also unsere Position eröffnet, nachdem wir hier erste Stärke gesehen haben. Und was dann passiert ist, das geht ja wirklich unter keine Kuhhaut. Wir legen jetzt hier einfach nochmal die Position an, haben dann hier natürlich auch einen klar definierten Stopp. So. Und von hier aus darf der Kurs nach oben steigen. Und jetzt machen wir das Ganze mal wieder ein bisschen kleiner. Gehen wir wieder in den Stundenchart, damit man es dann auch besser erkennen kann. Ah, hier sieht man es auch wunderbar, wie wir hier über das letzte Zwischenhoch hier gelaufen sind. Und das ist dann halt diese klassische Umkehr der Nachfrage genau am VPOC. Und dann geht das los, die Olga. Let's go! Und ihr seht es hier übrigens auch nochmal. Das ist ein wunderbares Indiz. Wenn der Kurs von hier aus neue Tiefpunkte startet, ja, von diesem Orderblock aus. Und dann kommt diese Umkehr der Nachfrage und wir nehmen diese ganze Bewegung raus. Dann entsteht hier letztendlich Kaufkraft und es geht von da aus weiter nach oben. Aber gleichzeitig werden wir unseren Einstieg nie wieder erreichen. Unsere Position ist zu keinster Weise im Minus. Und das ist auch nochmal ein ganz klares Zeichen dafür, naja gut, wenn ich long handeln möchte, dann möchte ich doch auch, dass der Kurs steigt. So, und wenn er dann aber wieder runterkommt, dann weiß ich doch im Grunde genommen schon, ach, das Timing war irgendwie vielleicht nicht ganz so gut. Von daher, nein, was wir sehen wollen in Long-Positionen, ganz klar steigende Kurse, ganz einfach. So, und dann einfach mal beobachten, was macht der Kurs.
Und der kommt immer weiter nach oben. Der pusht sich hier regelrecht hoch. Ja klar, kleine Korrekturen sind immer wieder mit dabei, aber dann werden die dynamischen Bewegungen nach oben aber auch immer größer mit der Zeit. Ah, ich will das hier vernünftig raufkriegen. So. Und ihr seht, wie wir uns hier unten vom größten Handelsvolumen, dem VPOC, immer weiter entfernen. Und dann macht er sogar neue Hochpunkte. Da fängt er an und er steigt und steigt und steigt. Ein wundervoller Trade. Man kann es einfach nicht anders sagen. Trendfolge vom Allerfeinsten. Und das geht ja weiter. Das geht ja weiter, ne? Und hier sieht man es einfach auch wunderbar, wie er innerhalb des Bullpower-Trendkanals hier letztendlich arbeitet, der Kurs. Ah, dann kommt es immer mal wieder zu kleinen Korrekturen. Aber insgesamt, schaut es euch an, was für eine Aufwärtsbewegung, was für eine Aufwärtsdynamik. Einfach nur genial. Und das war der USD-Cut. Wir haben ihn angekündigt, liebe Leute. Wer bis heute gehalten hat, der hat hier richtig gutes Geld verdient. So viel steht fest. So, und an dieser Stelle hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich euch noch mal ein paar Eindrücke hier geben konnte, auf welche Patterns ihr zum Beispiel achten könnt. Hier dieses Zigzag-ABC-Korrekturen nach impulsiven Aufwärtsbewegungen. Das sind alles so kleine Dinger. Die verbessern das Trading einfach erheblich. Wenn ihr dafür ein Händchen kriegt, dann auch einfach diese Range, die dabei entstanden ist, einfach mal abmessen mit dem VPOC und dann gucken, wie reagiert der Kurs. Sehen wir da vielleicht Stärke? Sehen wir da einen Umkehr der Nachfrage? Das sind alles Dinge, daran kann man wirklich partizipieren und dann macht Trading auch richtig Spaß, wenn man die richtigen Stilmittel im richtigen Moment verwendet. Und wie gesagt, das Bullpower Template hat uns hier massiv in die Karten gespielt und jetzt habe ich natürlich noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar könnt ihr einfach mal in den Link in der Videobeschreibung schauen. Da findet ihr den Link zu unserem Trading-Welt-Komplettsystem. Und da ist nämlich tatsächlich das Bullpower-Template auch mit dabei. Das Ganze gibt es auch kostenlos über einen Broker-Abschluss. Dann habt ihr hier nicht nur das Handelsinstrument, was euch natürlich dabei behilflich sein wird, eure Trading-Spots entsprechend umzusetzen und auch bestätigen zu lassen, darum geht es mir in meiner erster Linie. Dann gibt es auch noch den Intensivlehrgang, Diagnose 2.0, auch einfach nochmal kostenlos on top mit dazu. Und ihr seht es hier schon, das Ganze gibt es auch halt in der kostenlosen Variante. Und da haben wir tatsächlich einen neuen Broker, und zwar Black Bull. Haben wir auf die 1 geschraubt. Einfach deshalb, weil Black Bull nicht nur eine hervorragende Trustpilot-Bewertung hat, sondern wir können hier bei dem neuseeländischen Broker tatsächlich bis zu einem Hebel von 1 zu 500 handeln. Das heißt, wir sind da nicht mehr so eingeschränkt wie jetzt bei einem deutschen Broker, wie beispielsweise Pepperstone, wo halt darauf geachtet werden muss, aufgrund der BaFin-Regulierung, dass man hier mit einem Hebel von 1 zu 30 handelt. Das heißt, Black Bull definitiv ein Broker, bei dem wir auch jetzt bereits unsere Echtgeldkonten beantragt haben. Das heißt, wir werden hier so ein bisschen streuen, dass wir nicht nur mehr bei Pepperstone handeln, sondern zukünftig auch bei Black Bull da sind. Und das Coole ist, wenn ihr euch jetzt hier anmeldet über unseren Partner-Link, ja, dann bekommt ihr von TradingView den Pro-Account gratis mit dazu. Ihr bekommt den Pro-Account von TradingView gratis mit dazu, sodass ihr euch hier auch die Supercharts angucken könnt, ohne zeitliche Beschränkung etc. Und das ist wirklich extrem geil. Das heißt also, ja, nutzt den Link in der Videobeschreibung über das Trading-Welt-Komplettsystem, sichert euch das und dann würde ich sagen, wünsche ich mir an der Stelle jede Menge Däumchen, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Video in alter Frische zurück. Bis dahin, euer Chris vom Team Trading-Welt.